vier Soldaten. Vier Soldaten, und die waren aus Holz und Hunger und Erde gemacht, aus Schneesturm und Heimweh und Bata, vier Soldaten. Und über ihnen brüllten Granaten und bissen schwarzgiftig kläffend in den Schnee. Das Holz ihrer vier verlorenen Gesichter stand starrkantig im Geschwanke des Öllichts. Nur wenn das Eisen oben schrie und furchtbar bellend zerbarst, dann lachte einer der hölzernen Köpfe. Und die anderen grinsten grau hinterher. Und das Öllicht bog sich verzagt. Vier Soldaten. Da krümmten sich zwei blaurote Striche im Bata. Meine Güte, hier braucht im Frühling aber nicht gepflügt zu werden und gedüngt auch nicht, heiserte es aus der Erde. Einer drehte zuversichtlich eine Zigarette. Hoffentlich ist das hier kein Rübenacker. Rüben kann ich auf den Tod nicht ausstehen, aber zum Beispiel, wie findet ihr Radieschen? Die ganze Ewigkeit Radieschen? Die blauroten Lippen krümmten sich, wenn nur die Regenwürmer nicht wären. Da muss man sich doch mächtig dran gewöhnen. Der in der Ecke sagte, davon merkst du dann doch nichts mehr. Wer sagt das? Fragte der Zigarettendreher. Wie, wer sagt das? Da schwiegen sie. Und oben kreischte ein wütender Tod durch die Nacht. Schwarz-blau zerriss er den Schnee. Da grinsten sie wieder. Und sie sahen die Balken über sich an. Aber die Balken versprachen nichts. Dann hustete der aus seiner Ecke her. Na, wir werden ja sehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das Verlassen kam so heiser, dass das Öllicht schwankte. Vier Soldaten. Aber einer, der sagte nichts. Der glitt mit dem Daumen am Gewehr auf und ab, Und er drückte sich an sein Gewehr, aber er hasste nichts so wie dieses Gewehr. Nur wenn es über ihnen brüllte, dann hielt er sich daran fest. Das Öllicht bog sich verzagt in seinen Augen. Da stieß der Zigarettendreher ihn an. Der Kleine mit dem gehassten Gewehr wischte erschrocken über das blasse Bartgestrüpp um den Mund. Sein Gesicht war aus Hunger und Heimweh gemacht. Da sagte der Zigarettendreher, »Du, gib mal die Ölfunzel her.« »Natürlich«, sagte der Kleine und nahm das Gewehr zwischen die Knie. Und dann kam seine Hand aus dem Mantel und nahm das Öllicht und hielt es ihm hin. Aber da fiel ihm das Licht aus der Hand und erlosch. Und erlosch. Vier Soldaten. Ihr Atem war zu groß und zu einsam im Dunkeln. Da lachte der Kleine laut und hieb sich die Hand auf das Knie. Junge, hab ich einen Tatterich. Habt ihr das gesehen? Die Funzel fällt mir glatt aus der Hand. So ein Tatterich. Laut lachte der Kleine. Aber im Dunkeln drückte er sich dicht an das Gewehr, das er so hasste. Und der in der Ecke dachte, keiner ist unter uns, keiner, der nicht zittert. Der Zigarettendreher aber sagte, ja, man zittert den ganzen Tag. Das kommt von der Kälte, diese elende Kälte. Da brüllte das Eisen über ihnen und zerfetzte die Nacht und den Schnee. »Die machen die ganzen Radieschen kaputt«, grinste der mit den blauroten Lippen. Und sie hielten sich fest an den gehassten Gewehren und lachten sich über das dunkle Gewehr.